Der Europäische Rat ist eine der wichtigsten EU-Institutionen. Was genau er eigentlich macht und wer sich da trifft, das schauen wir uns hier genauer an. Im Europäischen Rat sitzen die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen aller EU-Mitgliedstaaten. Für Deutschland ist dies zum Beispiel Angela Merkel, für Frankreich Emmanuel Macron. Außerdem nimmt die oder der Präsidentin des Europäischen Rates und die oder der Kommissionspräsidentin an den Sitzungen teil. Falls außenpolitische Themen besprochen werden, ist auch der oder die hohe Vertreterin für die Außen- und Sicherheitspolitik der EU dabei. Seit dem 1. Dezember 2019 ist Charles Michel aus Belgien der Präsident des Europäischen Rates. Er wurde von den Mitgliedern für 2,5 Jahre gewählt. Er darf während der Amtszeit kein einzelstaatliches Amt ausüben, also nicht gleichzeitig Regierungschef oder Präsident sein. Er führt den Vorsitz bei Tagungen des Europäischen Rates und gibt Impulse für die Arbeit. Er bereitet gemeinsam mit dem oder der Präsidentin der Kommission die Tagungen vor. Außerdem soll er den Zusammenhalt und den Konsens im Europäischen Rat fördern. Denn die Mitglieder entscheiden in der Regel nach dem Konsensprinzip. Das heißt, dass alle Mitglieder mit einer Entscheidung einverstanden sein sollten. Der Europäische Rat trifft sich mindestens 4-mal im Jahr in Brüssel und legt gemeinsam allgemeine politische Ziele und Prioritäten fest. Die Mitglieder des Rates geben also Impulse für die Entwicklung der Europäischen Union und beschäftigen sich mit den großen zukunftsbestimmenden Fragen und nicht mit dem Alltagsgeschäft oder konkreten Gesetzen. An dem, was der Europäische Rat entscheidet, orientiert sich dann auch die Arbeit der EU-Kommission und des Ministerrates. Falls der Ministerrat eine Frage nicht klären konnte, entscheidet auch der Europäische Rat. Am Ende jeder Tagung legt der Präsident auch dem Europäischen Parlament einen Bericht über die Sitzung vor. Der Rat der Europäischen Union, auch Ministerrat genannt, ist leicht zu verwechseln mit dem Europäischen Rat. Aber auch zum Ministerrat haben wir ein Video gemacht. Also einfach nochmal bei uns auf der Homepage vorbeigucken und anschauen. Die anderen Institutionen der EU werden wir natürlich auch noch erklären. Thank you.